Jeder kennt diesen Todesstoßmoment. Wenn man Spieler oder vielleicht auch gar sein ganzes Team verkaufen möchte, weil erstens der Spieler kacke ist oder das Spiel kacke ist oder vielleicht einfach nur eine neue Karte auf den Markt gekommen ist, die man unbedingt spielen möchte. Und dann stellt man fest, uiuiuiui, eingekauft, teuer, jetzt wieder verkaufen, nicht mehr so teuer. Ich werde Verlust machen. Und das muss ich jetzt schlucken, weil wenn ich den Verlust jetzt nicht mitnehme, nehme ich ihn irgendwann später mit und dann tut er gleich noch viel mehr weh. So ist die Realität, Freunde. Aber es kann auch anders gehen. Dafür haben wir auch heute wieder ein richtig geiles Live-Beispiel am Start. Ich zeige euch nämlich, wie man sein altes Team auch mit Gewinn verkaufen kann. Ob man es glauben mag oder nicht. Falls ihr Bock habt auf mehr Trading-Tipps, ihr kennt das, Daumen nach oben. Ist immer Feedback, yo, Chips noch mehr, wir wollen noch mehr, unbedingt noch mehr. Oder halt Kanalmitglied und oder Premium Trader werden für noch mehr exklusive Trading Tipps und alles andere mit Kanal abonnieren und bla bla bla, Instagram bla 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 bla. Alles Wichtige wie immer, Videobeschreibung. Hamum, Hammer um. Wunderbar. Bevor wir starten, ultraheftiger Skill, sind wir uns einig, super. Natürlich wieder der Frage aller Frage, wo sie alle Frage, was ist die Frage aller Fragen, wo ich Frage werde. Richtig, wie funktioniert der Trading Deep? Und die ein oder anderen können sich vielleicht an einen bestimmten Satz von mir erinnern, den ich schon 5 Millionen Mal erwähnt habe, nämlich ein gutes RTG-Team sollte aus Hälfte Investitionen und Hälfte Spieler, auf die ich Bock habe zu spielen, bestehen. Ich habe das zum Beispiel jetzt so gelöst, dass mit dem Bock auf Spielen ist bei Investitionen eigentlich mit dabei. Also habe ich mir eine Hälfte-Hälfte erlaubt aus Investitionen und Untrade-Spieler. Hier zum Beispiel Dudek aus meinem garantierten Hero-Pack. Man kennt's, Varane ist untauschbar. Dest war eine Wochenaufgabe. Leao in Rot sollte klar sein. Bennacer, SBC, Ronaldo untauschbar. Damit kann ich schon mal nichts mehr machen, sind aber auch gleichzeitig geile Karten zu spielen. Gut, bei Dudek und auch vielleicht Dest und so, lässt sich drüber streiten, aber ich kann mich nicht beschweren. Und alle anderen Karten, die ihr hier in dem Team seht, Cancelo, Tomo, den wir nicht in Rot bekommen haben, Paketten, Ikone, den man hier nicht so gut sehen kann. Und natürlich Erling. Wir werden sie alle mit Gewinn verkaufen. No joke. Ich meine, können wir ja schnell schauen hier. Cancelo 150.000, Tomo 175.000, Ikone 13.750, Baguetten 118 und Haaland 596.000. Die aktuellen Preise sollten so in etwa bekannt sein. Wenn nicht, könnt ihr gerne nachschauen und staunen. Und als ich die Entscheidung von diesen Investitionen getroffen habe, habe ich mir nur drei Fragen gestellt. Erste Frage, welche Karte ist noch nicht so lang auf dem Markt? Egal ob Cancelo, Tomo oder Road to the Knockouts oder Haaland in Form, alle Karten waren nicht älter als ein, zwei Wochen. Ganz frisch auf dem Markt. Zweite Frage, welche Spieler sind Meta also? Bei welchen Spielern ist es sehr wahrscheinlich, dass mit der Laufe der Zeit der nächsten Wochen immer mehr Spieler sagen werden, den möchte ich haben, den möchte ich haben. Ja, Cancelo zum Beispiel, ultra stark, Gesamtpaket links- und rechtsverteidiger spielbar, Tomo, Tempo sollte klar sein, Paqueta, 5 Sterne Skills und ja, Ikone, Dribbling, Tempo, Franzose, alles einfach. Und natürlich Haaland, der halt einfach Haaland ist. Und die dritte Frage war, und die ist halt auch unheimlich wichtig, wer ist gut zu linken? Hybrid-mäßig, Strong-Link, Perfect-Link. Weil was bringt die beste Karte, wenn sie kacke zu linken ist? Und da ist auch wieder klar, Cancelo und Haaland. Man City alleine schon viele Links. Tomo ist Engländer, aber auch AC Milan, ne? Gibt ja noch Theo Hernandez und die ganzen anderen Meta-Karten. Paqueta,
als Brasilianer, ihr wisst Bescheid. Ne? Diese drei Fragen trafen alle perfekt auf diese Spieler zu und was passiert ist, konnte man ja eben sehen. Gestiegen. Gut, bei den RTTK-Karten war natürlich auch noch ein gewisser Hype dahinter. Vor allem, das war natürlich auch der Grund, warum die so extrem explodiert sind. Hier Paqueta, kann man keinem mehr erzählen, dass der mal unter 120.000 war, ne? Aber durch seinen Hype hochgeschossen bis auf 200.000. Dann natürlich auch wieder gefallen. Jetzt muss man halt schauen, wo die Reise hingeht. Aber man hat einfach gewusst, yo, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bruder richtig steil durch die Decke geht, ist gegeben. Dann natürlich auch eine ultra wichtige Frage. Im Moment, ein Flugzeug kommt. Wann verkaufen? Beziehungsweise klappt die Methode immer? Ist schwierig. Die Methode wird nicht immer klappen. Man kann nicht grundsätzlich immer sagen, hey, ich kaufe Meta-Karten ein, komm, in zwei Wochen wieder verkaufen und Gewinn machen. Es hängt natürlich immer davon ab, welche Events kommen, was für neue Karten kommen. Ich meine jetzt Rule Breakers und Out of Position war jetzt nicht so, naja, ein Kracher-Event oder die Kracher-Events, kann man sagen. Nun muss man aber sagen, was in der Zukunft kommen wird. Nächste Woche unter Umständen Road to the Knockout. Ne, nicht Road to the Knockout. Team of the Knockout Stage hieß das immer, glaube ich, oder? Ist er sehr wahrscheinlich. Und vor allem danach WM-Start, WM-Hype, Hero-Hype, neue Eventkarten. Also ich glaube, der 11. November wird ziemlich brutal. Und wenn natürlich sowas ansteht, also vorausschauend ein Marktcrash, dann wird das nicht so gut klappen. Aber nach jedem absoluten Marktcrash kommt auch wieder eine Markterholung. Und genau da kann man profitieren. Deswegen würde ich beim Punkt Verkaufen immer darauf achten, hey, was steht denn aktuell so an? Wurde schon etwas geleakt? Was ist wahrscheinlich? Wie gesagt, das Team of the Knockout Stage. Es wurde noch nicht geleakt für kommende Woche als Event. Aber es ist halt sehr wahrscheinlich. Weil, wann soll es denn kommen? Alternativ gar nicht, klar. Aber ihr wisst schon. Einfach Wahrscheinlichkeitsdenken. Bisschen sich Gedanken machen. Wie schaut's aus? Und dann wird auch, wie gesagt, jeder zum Entschluss kommen. 11.11. zum Beispiel wird schwierig. Also sollte ich zum Beispiel, wenn ich viel Gewinn machen möchte mit meinem alten Team, ein paar Tage vor dem 11. November verkaufen. Zu guter Letzt natürlich wieder Tipps und Tricks, auch wenn in den vergangenen zwei Punkten schon viele Tipps und Tricks kamen. Tut mir leid, manchmal kann ich mich nicht beherrschen. Da kommt's einfach raus. Und wenn er rauskommt, muss er raus. Logisch. Aber ich habe noch zwei Sachen. Zu einem, es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, wie bzw. zu welchem Preis kaufe ich ein. Und bis auf Haaland, sollte euch aufgefallen sein, hier Haaland, fast 600.000, aber alle anderen, da halte ich mich im Normalfall immer fest an die Voraussetzung und den Plan, dass ich versuche, Karten zu nehmen, die unter 200.000 Coins kosten. Warum? Ganz einfach, wenn die Karte aus welchem Grund auch immer sinken sollte, könnte zum Beispiel sein, hey Cancelo, super Invest, super Plan und dann bekommt er eine neue Eventkarte, bekommt er jetzt tatsächlich, aber halt nicht als Rechtsverteidiger, deswegen ist jetzt gut gegangen, aber sagen wir, er bekommt auf einmal einen Second Inform, zack, ratsch, erste Inform schmiert ab. Das kann man viel leichter verkraften bei so einem Preis als bei einem ewig hohen Preis. Wenn eine Karte von 500.000, sagen wir mal, auf 350 sinkt, aui aui, wenn jetzt ein Cancelo hier theoretisch in Form von 150 auf 130 sinkt, mein Gott, kann man den Kauf nehmen. Umso billiger die Karten sind, umso weniger EA-Steuern zahlt man dann beim Verkauf. Bei einer Karte, die du für 400.000 Coins verkaufst, haben wir schon 20.000 Coins EA-Steuern. Wenn wir hier Cancelo 150.000 für 180 wieder verkaufen, haben wir nur 9.000 Coins EA-Steuern. Spielt eine Rolle. Haaland war wirklich eine Ausnahme, weil ich mir gedacht habe, der steigt trotzdem. Und zweitens, weil ich ihn einfach spielen wollte. Einfach, yo, Haaland, ich meine, guckt auf die Statistik. Haaland ist einfach Haaland. Das ist dieses Jahr einfach von einer anderen Welt. Und der zweite Grund hängt auch mit Haaland zusammen, denn
Wenn ihr euren Invest tätigt oder Spieler sucht, müsst ihr euch oder solltet ihr euch immer die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Invest-Karte in den jetzt nächsten 1, 2, 3 Wochen wieder eine neue Eventkarte als Link bekommt. Da muss man ganz einfach sagen, ich meine, egal ob Cancelo oder Haaland, bei Man City muss man immer damit rechnen. Man muss immer damit rechnen, dass ein Man City-Spieler im Team of the Week ist, in einem neuen Event-Team ist und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gegeben und so war sie im Endeffekt auch, ne? Cancelo, out of position, wurde geleakt. Haaland, ratsch, 30.000 Coins hoch. Man muss immer ein bisschen abwägen, wie wahrscheinlich ist es. Da muss man natürlich sagen, beim Ikone zum Beispiel, hätte der den Road to the Knockout-Hype nicht. Da würde das auf den überhaupt nicht zutreffen. Das wäre keine passende Karte, weil Florenz, was soll da großartig kommen? Gut, Franzose, Serie A, Theo Hernandez und so weiter kann er wieder sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer. Deswegen muss man sagen, ja, bei diesen Gedanken, Cancelo top, Tomo top, Paqueta mittel, Haaland top, Ikone auch mittel, aber eher ne? Immer die Frage stellen, was ist wahrscheinlich? Das habe ich auch zu den Kanalmitgliedern und Premium-Tradern ja mal geschrieben, habe ich gesagt, Müller Road to the Knockouts, investieren. Erstens wird der grundsätzlich hochgehen, weil einfach gute Karte, guter Hype. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen einfach immer wieder neue Bayern-Special-Cards kommen werden. Und viele Bayern-Spieler haben welche Nationalität? Deutsch. Was sind sie auch? Metaspieler. Gnabry, Neuer, Sané und so weiter. Goretzka, Kimmich. Alles Karten, die man spielen kann. Was passiert dann mit dem Müller als Perfect Link? Geh wieder Parkay hoch. Ganz einfache Logik. Immer ein bisschen abwägen, was ist drin, mögliche neue Links in den nächsten Wochen, was ist wahrscheinlich, es muss nicht eintreffen. Man ist ja nicht Jesus, man kann ja nicht hell sehen, aber man kann ja zumindest die Wahrscheinlichkeit abwägen. Und das haut erstaunlicherweise sehr oft hin. Ja, Freunde, dann sind wir schon fertig für heute. Hier aktuell über 5 Millionen Coins am Start. Yeah! Aber auch gleichzeitig bisschen was auf der Transferliste. Musste kurz wieder alle auf den Markt stellen. Bisschen was auf der Transferliste. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, die im Video nicht beantwortet wurden, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns auch wieder demnächst bei einem neuen Trading-Video. Klingt fair? Klingt fair. Hau da rein.